Ein Autobus fährt alle 20 Minuten vom Bushof weg. Ein anderer Bus alle 24 Minuten. Beide fahren morgens um 7.15 Uhr aus dem Bushof. Frage: Um wie viel Uhr treffen Sie sich das nächste Mal im Bushof? Wir suchen hier selbstverständlich das kleinste gemeinsame Vielfache von 20 und 24. Deshalb zerlegen wir diese Zahlen zuerst in Primfaktoren. Das geht aber ganz rasch, weil 20 4 mal 5 ist und 24 8 mal 3 ist. Um das KGV herauszufinden, brauchen wir also nur alle Primfaktoren, die vorkommen, mit dem größten Exponenten zu nehmen und zu multiplizieren. Das heißt, der gemeinsame Faktor 2 wird mit dem größten Exponenten 3 berücksichtigt und für die zwei anderen Faktoren 5 und 3 wird jeweils ihr Exponent 1 berücksichtigt. 8 mal 15, das macht 120. Also treffen die Busse sich nach 120 Minuten wieder und 120 Minuten später als 7.15 Uhr, das ist 9.15 Uhr.